Polizeieinsatz in der Watt, mehrere Tote in der Innenstadt von Montreux gefunden. Am Donnerstagmorgen sind 4 Menschen tot und eine Person schwer verletzt aufgefunden worden. Laut Polizei hatten sie sich aus einer Wohnung gestürzt. Update folgt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar, in der Nähe des Tatorts sind Zelte aufgestellt. Cyril Zingaro, die Personen sind offenbar aus einer Wohnung gesprungen. Cyril Zingaro, eine Person überlebte schwer verletzt. Cyril Zingaro 1/3. In der Innenstadt von Montreux VD sind am Donnerstagmorgen 4 Tote aufgefunden worden. Sie sind offenbar aus einer Wohnung gesprungen. Eine Person überlebte schwer verletzt. Am Morgen hatte die Kantonspolizei Watt zunächst den Fund von 5 toten Personen auf ihrem Twitter-Account bekannt gegeben. Sie korrigierte jedoch die Opferzahl später nach unten. Eine Person wurde schwer verletzt in ein Spital gebracht, hieß es später. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, Einsatzkräfte und ein Feuerwehrauto mit Kran beim Tatort. Cyril Zingaro. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Wie Polizeisprecher Alexandre Bizens gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA sagte, stürzten sich die 5 Personen offenbar aus einer Wohnung in die Tiefe. Die Polizei sei von Passanten alarmiert worden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt gegeben. In der Nähe des Tatorts, neben dem Casino, waren Zelte aufgestellt. Laut einem Zeugen, der am Tatort anwesend war, lagen die Personen ohne Schuhe auf dem Boden. Hilfe bei Suizidgedanken-Infos einblenden. Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail oder unter www.147.ch. Erwachsene können die dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143, E-Mail und Chatkontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. SDA, SEP. Fehler gefunden, jetzt melden.